Können Sie mir das bestätigen? Können Sie mir das bestätigen? Wollen Sie sich jetzt mit mir anlegen? Nein. Wollen Sie sich jetzt mit mir anlegen? Ich frage jetzt nochmal, wollen Sie sich jetzt mit mir anlegen? Sie fotografieren meine Fotos nicht. Ganz einfach. Ja, dann löschen Sie es wieder. Hören Sie mal, ich bin jetzt in der 39. Stadt. Da kommt man mal blöd vor, wenn da so ein Affe mit Maske da steht. Ich meine Sie damit. Was? Sie arbeiten bei der Dreckskirche, die das Ganze befürwortet. Ich bin Christ. Ich bin wiedergeborener Christ. Und Sie arbeiten in diesem Verbrecherverein, die Leute zum Spritzen treibt. Was? Wissen Sie denn nicht, was die Inhaltsstoffe sind? Kleine abgetriebene Babys tut man in die Inhaltsstoffe rein. Aber das meine ich ja gerade. Ich wollte ja Sie nach dem Glauben fragen. Verstehen Sie? Ich habe ein Video von Ihnen gesehen, da habe ich erst gesehen, dass Sie Christ sind. Und deswegen, das würde mich einfach interessieren, wie Sie als Christ die ganze Sache sehen. Das gehört verboten. Herr Schäfer, verantwortlich. Ich gehe hier nicht weg. Das können Sie mir nicht verbieten. Ich habe den Platz für heute genehmigt bekommen. Ich will die Ausstellung filmen. Wenn ich kein Interview bekomme, vielleicht können Sie ja was sagen zu der Ausstellung. Nö, die Ausstellung ist für sich selbstredend. Warum werde ich jetzt gefilmt hier? Brauche ich mich auch. Ja, ich habe schon die gute Tat hinter mir. Bei Ihnen ist es schon Weile her. Aber ich dokumentiere hier für die Staatsanwaltschaft, was Sie hier tun. Ganz einfach. Das kommt dann vor Gericht. Können Sie sich darauf verlassen. Es gibt hier kein Interview und Sie werden jetzt sich verpissen, Herr Schäfer. Sie müssen noch weggehen, dann ist alles geklärt. Gehen Sie weg. Sie stellen hier Fragen. Kein Mensch will Ihre Fragen beantworten. Gehen Sie weg. Geh weg. Geh weg. Geh jetzt weg von mir, sonst fangst eine. Geh weg. Das ist aber jetzt nicht die... Geh jetzt weg von meinen Sachen. Geh jetzt weg von meinen Sachen. Vorsicht. Es ist das letzte Mal, dass ich sage, du gehst weg. Hallo, du kriegst jetzt ein Fotzel von mir, das schwingst. Was heißt das? Schwing dich, du kriegst ein Watschen. Ich habe nur die Fahne interessiert. Das geht dich nichts an. Das geht dich nichts an. Hau jetzt ab, weil sonst dreh ich ab, du. Du kleiner Nazi-Schwein, verschwinde. Du kleine deutsche Hundspatze, verschwinde. Verschwinde, du Hundspatze, du. Oh. Hallo. Hau ab. Nein. Hau ab, du Hundspatz. Nein. Ich bin heute in Wetzlar. Ein herzliches Grüß Gott aus Bayern. Mein Name ist Peter Ganz. Ich bin Initiator und Betreiber dieser grauenhaften Galerie. Ich bin jetzt heute in der 39. Stadt und ich habe vor meinem Gott, habe ich geschworen, solange er mir die Luft zum Atmen gibt, gebe ich nicht auf. Und ich möchte jetzt mal ganz kurz was sagen, weil das wird immer wieder überhört. Immer wieder wird es überhört. Ich freue mich, dass ihr alle spazieren geht. Und ich freue mich, dass ihr für Freiheit seid. Und ich freue mich auch, dass ihr für freie Impfentscheidung seid. Aber ich frage mich schon langsam, was für eine Impfung wollt ihr? Keine. Richtig. Und jetzt will ich euch noch mal was sagen, damit es euch noch mal ein bisschen vergeht, noch länger für freie Impfentscheidung zu sein. Wusstet ihr, dass in diesen Genspritzen kleine Babys sterben müssen? Habt ihr das gewusst? Und jetzt einmal laut, habt ihr das gewusst? Ja! Es werden Müttern, 3 Monate alte Babys, Abtreibung rausgeholt. Hallo, lebendig, lebendig. Haben wir hier Mütter mit Kindern? Ich möchte, dass wir uns das vor Augen halten. 3 Monate alte Babys werden lebendig aus Mutterleib rausgeholt. Sie werden dann lebendig ausgeschlachtet, weil sie müssen lebendig ausgeschlachtet werden, damit man diese lebendigen Zellen von diesen 3 Monaten alten Babys, die kalte Gesellschaft sagt, Föten dazu. Ich sage, es sind Kinder. Und sie werden dann in die Impfstoffe reinverarbeitet. Wie können wir das mit unserem Gewissen noch vereinbaren? Hallo? Wenn jemand mit mir zu tun haben will, dann muss eines klar sein. Ich bin nicht für eine freie Impfentscheidung, sondern ich bin für ein Verbot dieses Genspritzens. Und ändert eure Plakate um. Wir sind für ein Verbot dieses Genspritzens. Es ist Mord.
Wunder. Ja, dieses Land voran, weil wir jeder sind.